Hallo, hier bin ich wieder, euer Orking Kingsnight mit Herz und Seele. Bereitet euch wieder euer Game Over vor. Heute im Video gegrillter Cordon Bleu Roast Beef mit frischen Pommes. Einfach frisch, schnell und lecker. Boah, Leute, ich hätte jetzt so Lust auf ein Cordon Bleu Roast Beef. Machen wir mir doch einfach mit frischen Pommes, ja. Jeder Vorbereitung immer etwas trinken und Händewaschen nicht vergessen, ihr Lieben. Lasst euer heißes Wasser in den Topf reinfließen. Legt den Schalter von eurem Herd um. Gebt euren Topf auf eure Herdplatte. Dann gebt eine Prise Salz in euren Topf. Braucht ihr noch einen Schuss Essig? Dann schält eure Grumbeere. Dann schneidet eure Kartoffeln in Pommesstreifen. So in etwa. Dann macht euer Pommesstreifen ins heiße Wasser. Dann werden die Pommesstreifen etwas angegart, aber nicht durchgegart. Dann streckt eure Pommesstreifen mit kaltem Wasser ab. Dann tupft ihr eure Pommesstreifen ab. Gebt sie in eine saubere Schüssel. Dann gebt eure Pommes in die Heißluftfritteuse oder in euren Backofen. Dann braucht ihr unser Rindfleisch. Dann braucht ihr euer Landschinken. Dann braucht ihr euren Camembert. Dann wird alles zugeklappt. Schmeißt den Schalter von eurem Herd um. Dann gebt eure Grillpfanne auf die Herdplatte. Dann gebt euer Öl in die Pfanne. Dann gebt euer Cordon Bleu Roast Beef in die Pfanne. Dann macht noch etwas Salz an eure Pommes. Dann lege ich für euch das Rezept auf den Tisch flach. Habe ich für euch das Rezept frisch auf den Tisch flach gelegt. Gegrilltes Cordon Bleu Roast Beef mit frischen Pommes. Schnell, einfach, frisch und lecker und Mahlzeit, meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Mittwochabend. Euer Orkin Kingston. Leute, das ist mir sowas von Bombe gelungen. Einfach frisch, schnell und lecker. Jetzt abspeichern. Und auf jeden Fall nachmachen. Es lohnt sich. Ich wünsche euch was.